gibt bei mir eigentlich keinen wirklichen Studiotag. Also es ist halt dadurch, dass man halt noch mit dem Office zu tun hat und so weiter und halt auch sein ganzes Leben innerhalb der Woche, weil man ja kein Wochenende hat, irgendwie sein ganzes Leben innerhalb der Woche organisieren muss, gibt es jetzt nicht den typischen Tag. Also meistens ist es halt so, ich gehe um 10 oder so ins Studio, manchmal auch früher, je nachdem wie viel ansteht, versuche dann halt mich auf die Projekte zu konzentrieren, die ich gerade irgendwie am Laufen habe. Also wenn es ein Album ist, dann wirklich auch gezielt in die Richtung zu gehen und halt den fehlenden Track noch zu finden oder an Titeln weiterzuarbeiten. Aber es gibt jetzt nicht so den bestimmten Ablauf, wo man sagt, okay, ich bin den ganzen Tag am Stimmen aufnehmen und abends schneide ich das dann oder irgendwas. Das ist relativ locker, weil das geht doch nicht. Das ist auch keine Arbeit, wo man sich hinsetzt und wie bei einem Bürojob 8 Stunden einfach sozusagen runterarbeitet. Das geht nicht. Ich bewundere Leute, die das können. Ich bin aber nicht so ein Studioarbeiter. Ich muss dann halt nach einer Stunde, wenn ich es nicht mehr hören kann, mache ich eine Pause und gehe runter in die Küche, setze mich an den Rechner und beantworte Mails. Oder gucke halt auch mal nachmittags eine Dokumentation, weil ich halt einfach, irgendwann kriegst du es nicht mehr im Kopf irgendwie sortiert. Dafür sitzt du dann aber je nachdem auch mal bis in die Nacht. Aber so den direkten, typischen Ablauf, den gibt es natürlich nicht. Du musst dir das immer so, wie es gerade flutscht und wie deine Ideen gerade kommen, musst du dir das halt einteilen. Und das Beste ist dann halt, nachmittags muss ich dann mit meinen beiden Hunden einmal im Park. Das ist die beste Pause überhaupt, auch wenn es mich manchmal nervt. Aber die sitzen dann halt 3:30 hinter einem und machen Geräusche und wollen raus. Und das ist halt genau das, wo du weißt, okay, jetzt kriege ich auch meine Pause, auch wenn es manchmal nervt. Aber meistens, wenn ich dann draußen bin und im Park stehe mit den beiden, dann ist das immer großartig. Und ich komme zurück und habe immer noch mal eine Idee, wo man weitermacht. Machen kann. Oder meistens auch manchmal nur so dieses Quäntchen, wo man merkt, okay, ich habe meine Ohren jetzt nochmal aufgefrischt und kann jetzt wieder frisch und neu ans Werk gehen. Ein Lifehack kann ja im Endeffekt alles sein. Gerade in der Rockmusik ist es sicherlich was anderes als im Techno. Im Techno ist es wahrscheinlich, dass man bestimmte Sachen vorbereitet hat auf seinen Grooveboxen, auf seinen Maschinen, die man dann halt live neu kombiniert, wo man dann halt irgendwelche Filterbewegungen macht oder keine Ahnung, halt vielleicht auch live was programmiert ab. Was aber relativ selten geworden ist, weil meistens halt schon, wenn man mehrere Maschinen da hat, dass man halt einen Grundstock hat und die kombiniert, keine Ahnung, bestimmte Drums zu bestimmten Bassläufen und so weiter. Und das sozusagen live vor dem Publikum als Reaktion auf das Publikum und wie die drauf sind, halt sozusagen neu performt und neu zusammenstellt. Das ist eigentlich wie ein Puzzlespiel, wo man die einzelnen Teile vielleicht kennt, aber das Bild, was es ergibt, noch nicht. Mein Live-O-Park ändert sich eigentlich permanent. Also momentan ist gerade die TR-8 mir sehr ans Herz gewachsen. Der Rest steht momentan noch im Studio, wo ich noch nicht so viel Zeit hatte, das aktuelle Live-Set einzubauen. Ich arbeite viel mit Elektron-Geräten, also im Analog 4 und im Rhythm und natürlich den Octatracks, die eigentlich so der Kern des Setups sind, weil das Sampler sind, wo du ja alles draufladen kannst an Sounds. Und dann gibt es einen zentralen Mixer, der das Ganze sozusagen als Schaltzentrale halt steuert sozusagen fast. Und das sind mittlerweile fast 40 Kilo an Equipment, die ich aber sehr gerne mit mir rumtrage, weil es halt einfach auch dieses Gefühl vermittelt, du arbeitest. Es ist halt nicht nur so, dass du halt deinen USB-Stick hast und kommst halt irgendwo hin und steckst den ein und es geht los, was natürlich absolut kredibil ist und cool ist, aber ich hatte immer so das Gefühl, ich brauche da irgendwie auch noch so diese leichte körperliche Belastung, um einfach zu sagen, okay, jetzt habe ich wirklich was gemacht. Und es ist einfach, ich weiß nicht, ich mochte das immer schon, ein Quäntchen mehr mitzubringen, weil du dann auch andere Möglichkeiten hast. Du kannst mit einem USB-Stick die tollsten Partys aller Zeiten haben und das ist auch gut so, aber ich hatte immer das Gefühl, nee, ich möchte mich auch einen halben Meter auf der Bühne nach rechts bewegen und dann irgendwas haben und sagen, stimmt, ich habe eine gute Idee, da ist nämlich auch so ein Loop drauf, den möchte ich jetzt auch noch abfeuern, weil da noch eine andere Maschine steht, die du aber vielleicht auch nur einmal in deinem Live-Setup irgendwie verwendest und ansonsten steht die eigentlich auch nur da und läuft zügig mit. Aber das Setup tatsächlich ändert sich regelmäßig und dort wird eine Maschine ausgetauscht, eine andere kommt dazu und das ist halt wie so ein lebendes Konstrukt, was sich immer neu erfindet sozusagen. Ich habe irgendwann angefangen, auch Masterclasses zu geben, also sprich, Masterclasses klingt immer so hochtragend. Also ich habe angefangen, wie so kleine Kurse zu geben, um einfach zu erklären, wie mache ich Musik und wie arbeite ich. Also die große Frage kam ganz oft, also ich habe mein Zeug aufgebaut und ich hatte im Club jemanden, der stand dann halt da und sagt, okay, du hast alles dabei, das sieht nach viel Zeug aus, aber du hast keinen Rechner dabei, wo kommt die Musik her? Und um das halt einfach auch ein bisschen plausibler für Leute, die jetzt nichts unbedingt damit zu tun haben, zu machen, habe ich
angefangen, dann halt so Kurse zu geben. Also das war zum Beispiel hier in Berlin an der Musikakademie oder dann halt auch mal im Vorfeld von einer Party zu sagen, okay, wir stellen jetzt hier nochmal einen Beamer hin und ich mache mal Logic auf und jetzt zeige euch, wie ich von null an einen Titel bauen würde. Das sind dann so 2-3-stündige Kurse gewesen und auch bei der ADE im Amsterdam Dance Event im Rahmen von der Isle of Vinyl Party von uns habe ich das schon gemacht, wo dann Leute kommen und ich erkläre einfach, es gibt dann meistens so einen Themenschwerpunkt, ich erkläre dann zum Beispiel produzieren mit analogen Equipment oder halt, wie baue ich einen Titel von null an in Logic, wo es gar nicht so sehr um die Programme selber geht, wo die Programme machen im Großen und Ganzen alle das Gleiche, aber eher zu zeigen, okay, das und das, so arrangiert man das, so könnte man einen Trackaufbau machen, weil viele verfusseln sich ja in so einem Loop und kommen dann da nicht raus und ich wollte einfach zeigen, dass das spielerisch eigentlich ganz einfach ist, wenn man halt einfach nur sich da locker macht und halt keine Angst vor Klischees hat. Und das macht mir einen heiden Spaß, weil ich merke, dass viele Leute gar nicht so einen Einblick in diese Materie haben und natürlich auch Fragen stellen, die für einen total hirnrissig fast schon sind, weil es so normal geworden ist. Ich mache das seit über 20 Jahren und man denkt da gar nicht mehr drüber nach und dann denkt man, ja stimmt, wir haben eigentlich total recht und man findet dann auch immer neue Ansätze für sich selbst. Für mich ist es wichtig beim Musikmachen, dass ich halt Kontraste habe. Also sprich, ich mag es unheimlich gerne halt im Studio zu sitzen und absolut meine Ruhe zu haben und halt fokussiert irgendwie nur auf mein Studio und meine kleine Welt da mich abzuschotten. Dann halt am Wochenende halt unterwegs zu sein, zu sehen, dass Sachen funktionieren in Musik von Leuten, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass das eine gute Idee ist, aber das funktioniert im Club und du sagst, ah, das ist gut, das nimmst du dann aus dem Club mit nach Hause, verwendest es wieder im Studio, dann hast du halt natürlich dann so eine abgeschottete Welt der Ruhe, wenn man sagt, okay, wir gönnen uns jetzt seit mehreren Jahren so eine kleine Auszeit, zum Beispiel in Südfrankreich oder halt auch mal auf einer Skihütte für 1-2 Wochen, wo ich dann halt auch Musik mache, aber es ist ein ganz anderes Arbeiten, weil man dort keine E-Mails hat oder nichts und man kann sich rausnehmen aus dem ganzen Tagesablauf, man hat keine Telefonate oder irgendwas und man sitzt dann halt einfach nur da und konzentriert sich auf was ganz anderes. Ich mache dann auch da ganz andere Musik und halt gerade diese unterschiedlichen Welten von Hektik mit Reisen und Club und Tour und Studio, Abgeschottetheit und dann halt aber auch totale Ruhe und einfach nur da sitzen, starren von mir aus, bis man merkt, ah, jetzt habe ich eine gute Idee für einen Track. Das muss ausgewogen sein bei mir. Da muss von allem was dabei sein und dann fallen mir auch die besten Sachen ein. Die Nerd Sessions sind irgendwann entstanden, weil ich eben auch zeigen wollte, wie ich arbeite und mit was ich arbeite. Bei der Nerd Session ist ja die Idee, am Anfang war es tatsächlich so, ich habe mir 2 Geräte genommen, mich hingesetzt, versucht ein schönes Setting zu finden, irgendwo draußen, wo du halt auch visuell ein bisschen was hast, aber der Schwerpunkt sind schon die Geräte und dass man sieht, was man tatsächlich mit den Maschinen in dem Moment an Musik generiert sozusagen. Ich habe dann aber festgestellt, dass es sogar noch ein bisschen cooler ist, wenn man sich statt auf 2 Geräte auf ein Gerät konzentriert, was wegen mir gerade neu ist oder aktuell ist, weil die Leute natürlich dann noch mal ein Interesse haben, einfach auch Hörbeispiele zu bekommen. Weil da sind zwar immer Demosongs drauf, aber das ist wirklich selten von wirklich Producern, sondern das sind halt Leute, die Demosongs produzieren. Das kann gut sein, muss aber nicht. Ne? Und deswegen fand ich es irgendwie ganz cool, dann halt eine Kiste zu nehmen, das halt in ein schönes Setting zu setzen und dann halt einfach zu zeigen, was diese Maschine kann. Das heißt, es können dann auch ganz unterschiedliche Sets sein. Das ist dann von der Maschine auch abhängig und von dem, was sie kann. Stilistisch wird es immer mein Sound sein, aber natürlich halt anders aufgebaut, weil die eine hat dann die Möglichkeit, dass du ganz viel kleine unterschiedliche Loops abfeuern kannst. Die nächste arbeitest du mit einem Loop, der muss dann aber was 16 Takte lang sein. Also je nachdem, was die Maschine vorgibt, arbeitet man dann halt auf einen Live-Set hin. Und das ist immer eher die Idee, jetzt nicht in 3 Minuten zu zeigen, das kann die Maschine alles mit Feuerwerk an Effekten, sondern wirklich zu zeigen, man kann ein kontinuierliches Live-Set bauen.